Freitag, den 13. November, haben wir Gespräche mit 8 interessanten Persönlichkeiten aus dem Müllviertel im Studio von Günter Kremshuber aus Nussbach aufgezeichnet. In unserer Sendereihe Spannende Lebensgeschichten aus dem Müllviertel bringen wir interessante Persönlichkeiten vor die Kamera. Und da wollen wir erfahren, was sie in ihrem Leben bereits erfahren haben, welche Herausforderungen sie gemeistert haben und was sie daraus gelernt haben. Und da gibt es immer wieder ganz besondere und spannende Geschichten, so wie heute. Thomas Meyer ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, grüß dich. Du bist vor 29 Jahren ins Müllviertel gezogen, genauer gesagt nach Bregarten. Genau. Dort bist du glücklich verheiratet mit deiner Evi und Vater von 4 Kindern. Jawohl. Du bist auch seit 17 Jahren selbstständig mit dem Zimmereibetrieb PM Holzdesign. Genau. Und jetzt möchte ich dich gleich mal als erstes fragen, wie geht es denn in der derzeitigen Situation? Die Baubranche ist jetzt nicht direkt betroffen von der Corona-Krise. Trotzdem hast du ja auch Mitarbeiter, die gesund in die Firma kommen sollen. Und wie siehst du die derzeitige Situation? Ja, wir in der Baubranche sind ja weitgehend verschont geblieben, muss man wirklich dankbar sein, aber unsere größte Herausforderung ist diese vielen Terminverschiebungen, die vom März-Lockdown abwägen und sich bis jetzt noch hinziehen. Und es ist natürlich die Herausforderung da, weil wir haben viel im Privatbereich zu tun und da ist die Angst der Bürger und Bürgerinnen große in unserem Land, weil manche auch die Arbeitsplätze verloren haben, in Kurzarbeit sind. Und dann viele nicht jetzt eine neue finanzielle Herausforderung, das Dach zu richten oder umzubauen, zuzubauen, eher vorsichtig sind. Und da natürlich auch die Herausforderungen bei uns gegeben sind, alles zur rechten Zeit zu schaffen und natürlich auch mit unseren Mitarbeitern, die ja gesund zu erhalten und dass nicht Gefahren ausgesetzt sind, die ja da sind. Mhm. Du bist aber grundsätzlich ein angstfreier Mensch. Du blickst zuversichtlich in die Zukunft auch. Warum eigentlich? Also, was nimmt dir die Angst? Jesus Christus ist mein Erlöser und das nimmt mir jegliche Angst, weil wenn es da auf dieser Erde einmal zum Abtreten wird, dann weiß ich, wo meine Heimat ist. Die zukünftige Heimat liegt im Himmel. Das lesen wir im Wort Gottes und das verschafft in mir alle Ruhe. Und da darf ich wirklich getragen sein. Wir bauen ja ein Tragwerk in unserem, bei uns muss alles im Gleichgewicht sein, weil wenn es nicht im Gleichgewicht ist, stürzt es ein. Und mit Jesus Christus ist jeder Mensch im Gleichgewicht. Wie hast du das erfahren? Also hat es bei dir so einen prägenden Moment gegeben im Leben, wo es einen Wendepunkt gab? Ja, das war 1995, war meine Entscheidung, aber vorgegangen ist eine schwere Krankheit meines Vaters, der auch in der Baubranche tätig war und der 1989 an Depressionen erkrankt ist, heute sagt man Burnout dazu, und hat 4 Jahre schwer gelitten, obwohl er immer ein Mensch eigentlich war, der den nichts aus der Ruhe und nichts aus der Bahn geworfen hat, und plötzlich war Game Over. Und er ist da gelegen, das hat über 4 Jahre gedauert, mit allen möglichen Hilfsmitteln hat man damals versucht, mit Heiler, Ärzte, ihn wieder gesund zu machen. Das hat leider alles fehlgeschlagen. Da ist viel Zeit, Geld und Sorgen investiert worden. Und letztendlich war es eigentlich der lebendige, auferstandene Christus, der ihm wieder neues Leben geschenkt hat. Und durch das sind wir Kinder. Ich habe noch 3 Geschwister, wir haben so ein Haus mit 4 Kindern. Und auch wir haben dann sehen dürfen, die Veränderung. Und das war ein Anstoß. Nur war zur damaligen Zeit meine Angst, ich muss dann mein Leben aufgeben, wenn ich Christ werde, dann ist der ganze Spaß vorbei. Ich war ein sehr vergnügungssüchtiger Mensch. Immer dort, wo die Hotspots waren, Linzer Altstadt, Wien, dunkelste in Europa, in Ibiza, Ios, überall, wo sie was getan hat, war ich zu Hause und war sehr vergnügungssüchtig, egoistisch. Und da habe ich dann damals geglaubt, mein Leben ist dann vorbei, weil Christen müssen nur, so wie man es kennt aus der Kirche, Hände falten, Goschen halten, den Kopf beugen und dürfen keinen Spaß mehr haben. Aber das war ein totaler Irrglaube.
Wie alt warst du damals, wie das prägende Erlebnis war? Ich war damals 27, wie ich entschieden habe, und wie 89, wie das beim Vater war, war ich 21 Jahre, wie die Krankheit bei meinem Vater angefangen hat. Und das war schon sehr herausfordernd, weil mein Vater war ein Mensch, der immer gesagt hat, er hat aber der Luca dort, wo es am dicksten ist, so auf typisch Mundart, oberösterreichisch gesprochen, und plötzlich war kein Gas und nichts mehr. War nur noch Fenster, überall wo er gewesen ist, waren die Rollo herunten, Finsternis überall. Er war auch in Selbstmitleid erfasst, und natürlich auch durch diese schwere Krankheit, was ja einer, der nicht daran erkrankt, gar nicht nachvollziehen kann, wie sich das auswirkt, mehr oder weniger. Du warst damals noch sehr jung, als du erfahren hast, dass ein Leben mit Gott ja anders ausschauen kann oder dass man auf vieles ja gar nicht verzichten muss. Oder wie ist dann dein Leben weitergegangen? Bist du nach wie vor viel unterwegs gewesen? Hast ja, zu Anfang war ich halt noch immer so auf dieser Welle, wie der Vater erkrankt ist. Ich habe ungefähr 150 Ostbahnkurti-Konzerte gesehen. Der Ostbahnkurti hat immer einen coolen Spruch gehabt, lass sich nichts fallen. Ich habe geglaubt, ich kann den Vater auch so aufmuntern. Bin täglich gescheitert mit so Selbsttherapie. Und als dann mein Vater geheilt wurde und Christ wurde, hat mir das schon zu denken gegeben, und ich war gewusst, in meinem Innersten, jetzt ist auch meine Zeit gekommen. Als Jugendlicher wollte ich mal Missionar werden, oder als Kind mit zwischen 8 und 12. Und das habe ich aber dann komplett aus den Augen verloren, weil mir haben dann nur die Frauen noch interessiert und die Vergnügungssucht. Aber wie ich dann erst erleben habe dürfen, wie der Vater wieder gesundet ist, dann habe ich schon gewusst, da gibt es wen. Und es ist nicht alles nur durch Zufall entstanden, weil Jesus ist der größte Baumeister. Das wissen wir aus dem Wort Gottes. Er sagt, er sprach sein Wort und es ward. Es ward Licht, es war Tag, es war Nacht. Er hat Himmel und Erde gemacht, alle Dinge. Da können wir alle nur staunen. Wir probieren, die schönsten Dächer zu machen. Aber was Gott gemacht hat, wenn man schaut in der Natur, wie genial, dann wissen wir, dass es jemanden gibt, der, wo es unser Verstehen übersteigt. Und ich wusste dann, dass Christen gar nicht fad sein müssen, dass die lachen können. Was, wenn man liest im Wort Gottes, wie viele Feste die gefeiert haben. Gott hat 7 Feste geschrieben in die Bibel, was durchzuhalten sind, das Passafest und Laubhüttenfest, was Gott gefeiert wurde in Israel. Und es ist wirklich die Verstehungen zu feiern. Der König David hat gewusst, wie er die Bundeslade zurückgeholt hat, wie er feiern musste und hat getanzt und getobt. Also Christen sind nicht langweilig, überhaupt nicht. Und auch nicht. Und wir gingen auch nicht zum Lachen in Köller, sondern wir lachen aus vollem Herzen und in einer Gewissheit, wie es selten ist in dieser Welt. Weil jetzt gerade zu dieser Zeit merkt man schon, wie Angst und Panik die Leute erfasst. Jeder glaubt, der kriegt sofort Corona, wenn er wen ohne Maske begegnet. Und da darf er wirklich sagen, weil das ist ein Privileg der Christen, weil da steht im Wort Gottes, werfet die Sorge auf mich, ich will euch erquicken und fürchtet euch nicht. Ja, damals der Engel schon zu Maria gesprochen, fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Und jeder Mensch hat Gnade in Gottes Augen gefunden. Jeder, für jeden Einzelnen, ob Araber, Österreicher, Europäer, egal, weltweit, für jeden hat es gegolten auf Golgatha, es ist vollbracht. Da hat er auch an dich gedacht, sozusagen. Damals, wie dein Vater so krank war, habt ihr da viel gebetet oder warum? Nein, wir sind katholisch aufgewachsen, wir waren das Kirchengehen schon gewöhnt. Ich habe mit der Zeit natürlich in meiner Sturm- und Drangzeit, weil ich sehr schräge Optik gehabt habe, mit geschminkt und großen Ohrringen und so, das zurückgezogen. Und das haben wir nicht so gewusst, dass Gebet den starken Arm Gottes bewegt. Das war nicht so. Das erst ist durch eine Freundin meiner Mutter und meine Tante, die damals schon gläubig war, die haben gesagt, Jesus ist der Retter und Jesus kann helfen. Und Gebet bewegt eben den starken Arm Gottes. Wir haben damals eigentlich nicht gebetet, ich gar nicht, weil ich habe nur geglaubt, mit coolen Sprüchen kann mein Vater wieder aus der Tiefe und aus der Depression holen. Das war gar nicht, sondern eigentlich ist es durch andere geschehen. Also andere haben für deinen Vater gebetet und genau. Ihr seid fest davon überzeugt, das war auch die Heilung deines Vaters. Ganz klar. Da gibt es eine lustige Episode. Mein Vater war ja
damals, weil es so lange gedauert hat, über 4 Jahre schon in der Invalidenpension und hat sich alle Jahre melden müssen und hat dann 1993, wie er die Heilung erfahren hat, durch Gebet in Wels, in der Jedidia-Gemeinde, ist er wieder gesund geworden und hat dann bei der Pensionsstelle angerufen und hat ihm gesagt, er ist wieder völlig gesund, er ist wieder einsatzbereit. Und dann hat er ein Schreiben gekriegt, dass er jetzt dauerhaft in Pension ist, weil jetzt haben die geglaubt, der ist völlig übergeschnappt, jetzt ist er nicht mehr zum Helfen, jetzt soll er dauerhaft in Pension bleiben. Und das war da eigentlich, Gott hat Humor, ein witziges Erlebnis, weil vorher hat er sich immer melden müssen, wie der Gesundheitszustand ist und hat nicht arbeiten können. Und dann hat er sich freiwillig gemeldet, dass wieder alles möglich ist, aber sie haben ihn dann nicht mehr brauchen können. Aber Gott hat eher einen Einsatz gehabt für ihn. Wir haben damals mit der Firma Wimberger die Christengemeinde umgebaut. Mein Vater kommt ja auch aus der Baubranche und hat dort dann fest anpacken können, Zeit gehabt, in der Mission zu helfen. Wann hast du selbstständig gemacht? Mit welchem Alter? Damals war ich 35. Das war 2003 mit Partnern gemeinsam. Und es war eine gute Entscheidung. Diesen göttlichen Beruf, wenn ich so sage, Jesus war Zimmermann, sagt man, war Architekt und Planer. Und den Beruf des Zimmermanns, der hat mich schon immer interessiert, von meiner Jugend auf. Welche Erfahrungen hast du da gemacht in Verbindung mit Mitarbeitern, Kunden? Es gibt ja immer wieder schwierige Persönlichkeiten, wo nicht alles eitel Wonne ist, wo man auch mit einem guten, festen Glauben dann vielleicht nicht weiterkommt oder Schwierigkeiten hat. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Das ist natürlich auch für christliche Unternehmer oder für einen christlichen Unternehmer eine Herausforderung, aber wir dürfen wissen, dass wir unsere Feinde lieben sollen und auch für die beten dürfen, die uns nicht so am Herzen liegen, und es verändert die Situation. Und es kommt immer auf einen selbst an. Also ich bin nicht der beste Zimmermann, aber ich will der freundlichste Zimmermann sein. Und in den Telefongesprächen, weil Gott jeden Menschen mit Schönheit gesegnet hat, aber wenn es manche nicht glauben wollen, weil sie nicht in den Spiegel schauen, aber Gott schaut aufs Herz und da ist jeder schön. Und bei uns sind alle die schönsten Kunden, die besten, die nettesten. Und das nimmt schon viel Aggression aus den Segeln, wenn wir jetzt, wenn einmal was nicht so rund läuft. Aber ich darf wirklich mit gewissem Stolz sagen, wir haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter hast du? 18. 18 Mitarbeiter? Und, mit mir sind 18. Ja. Sind die auch überzeugt oder wie, was hast du für Beziehung zu den Mitarbeitern? Ja, möchte ich sagen, eigentlich eine recht gute. Es ist natürlich so, sie wissen es natürlich alle, das will man nicht verstecken und ich schon gar nicht, weil ich habe immer einen Zollstab mit, Gott ist der Maßstab, nicht mir, sondern das Maß aller Dinge, die verteile ich auch immer bei der Weihnachtsfeier und an Kunden. Gebe ich dich weiter. Und wir feiern ja die Josephi-Messe am 19. März. Ist der heilige Josef, der Vater von Jesus, der irdische Vater von Jesus, und der war auch Zimmermann. Und da gibt es die Josephi-Feier und da tue ich bei uns in Ort, in Kemmerton an der Krems, in der katholischen Kirche, da haben wir so einen netten Pfarrer, der lässt mich dann überpredigen. Und meine Leute wissen, dass ich von Herzen Jesus nachfolge. Und ich glaube, auch wenn es manche nichts davon halten oder wenig damit anfangen können, aber ich glaube, sie schätzen es trotzdem, dass man immer offenes Ohr hat für die Mitarbeiter, dass sie ja wissen, ich bete auch für meine Mitarbeiter, dass um Schutz, wir haben einen gefährlichen Job, wir sind immer in hohen Höhen und dass da nicht passiert. Wir sind nicht von Unfällen verschont geblieben, auch bei uns hat es das schon gegeben. Regt auch wieder zum Nachdenken an, was man verbessern kann. Man wird gewisse Dinge werden auch betriebsblind. Und das sind auch unsere Herausforderungen. Da sind wir sind noch in der Welt, aber ich darf sagen, ich bin nicht mehr von der Welt. Mein Pass liegt schon im Himmel, ich bin schon Himmelsbürger. Wie gehst du mit Schicksalsschlägen um, wann jetzt irgendwas passiert oder wo sich viele fragen, wo ist hier Gott? Gell? Dass sie es dann nicht gerecht finden, wann Unfälle passieren. Ja, da war ich schon in große Herausforderungen. Wir haben ein schreckliches Jahr als Familie erlebt. Das war 2013, da ist zuerst meine Großmutter verstorben, die Urliome der Kinder mit 89, das war voraussehbar, aber trotzdem war es überraschend. Dann aber gleich ein paar Tage später meine Schwiegermutter. Und dann noch dazu
einen Tag später nach dem Begräbnis meine Schwägerin, die Heidi, die war erst 49, Gehirnschlag. Und da stellt man schon die Frage, Gott, warum? Und vor allem, was mich dort so geschmerzt hat, weil wir gewusst haben, dass die Heidi noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, der ewiges Leben hat. Für alle, die ihn anrufen, so steht es im Wort, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das tut dann doppelt weh. Und sie waren auf der Intensivstation und ich bin damals in der Nacht noch zum Krankenhaus gefahren und war dort vor verschlossenen Türen, habe geweint wie schon lange nicht mehr in meinem Leben und zu Gott geschrien, es wäre so ein wunderbares Zeugnis, wenn er die Heidi jetzt aufwecken würde und sie würde aufstehen, so ein Zeugnis für die Ärzte und für alle. Aber er hat das nicht getan. Aber er ist halt der Souverän. Es gibt halt Dinge, die man akzeptieren muss. Und eins weiß ich, und da bin ich mir ganz gewiss, Gott macht keine Fehler und er hat einen ewigen Plan für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Wir müssen halt immer mehr lernen, ihm tiefer und tiefer zu vertrauen. Was kann man dann anderen Menschen für einen Mut zusprechen? Oder welche Worte schenkst du anderen, wann was passiert? Ja, wann was passiert ist, das ringt man oft mit Worten. Wir haben in der Nachbarschaft ist leider ein schweres Unglück passiert, da hat sich der Sohn das Leben genommen. Und da steht man selber oft vor Grenzen. Der war erst 15 Jahre. Und wir haben selber in der Familie schwierige Herausforderungen mit den Kindern gehabt. Aber meistens da im Herz, oder gibt es auch so weiter, was in Johannes 3,16 steht, so sehr hat Gott die Welt, aber da kann statt der Welt kann jeder seinen Namen einsetzen. Ja, die Elisabeth, den Thomas, den Franz, wen auch immer, so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geopfert hat für ihn, uns am Kreuz sterben hat lassen, für alle Sünde und Schuld und wir sind alle frei, die es annehmen, denen hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein und wir dürfen alle in Ewigkeit leben. Das ist der größte Trost und auch das größte Geschenk. Ob das jemandem hilft, warum, wenn wir einen allmächtigen Gott haben, warum lässt er gewisse Dinge zu? Aber die Bibel ist auch voll von Dingen, wenn wir nur an einen Stephanus denken, der so gesegnet war mit Wissen, Intelligenz und das fast mit 25 Jahren haben sie ihn gesteinigt. Und er war noch so ein Werkzeug Gottes, wenn man es liest, was hätte Gott noch mit dem Stephanus alles machen können. Aber es ist anders, aber der Himmel ist offen gestanden und die Engel sind hab Dach gestanden, wie Stephanus in den Himmel gekommen ist. Und viele Dinge wissen wir nicht und müssen wir auch so annehmen, weil er der Souverän ist. Und er hat einen Plan, weil was soll das für ein Plan sein, wann wer leidet, wann wer stirbt, wann sich wer das Leben nimmt. Aber wenn man aufmerksam liest, ist natürlich auch, seit Adam und Eva den Apfel genommen haben, sind wir ein sündiges Geschlecht und wir brauchen daher Vergebung. Uns ist ja schon vergeben worden. Nur das anzunehmen, es ist ja für viele Menschen schwer verständlich, wenn sie ein Geschenk bekommen, ein Weihnachtsgeschenk, und sie machen es nie auf, wissen es nicht, was drinnen ist. Und so ist es im Glauben auch. Wenn wir es nicht annehmen, für uns persönlich, dann werden wir es nicht persönlich erfahren. Aber du bist davon überzeugt, er hat einen Plan für jeden Menschen. Man sollte nicht verzagen, auch wenn die Zeiten schwierig sind, herausfordernd sind. Es kommt immer, es geht alles gut aus, oder wie? Das Ende für einen Christen, der wirklich ein wiedergeborener Christ ist, ist ein gutes, weil wir sehen uns im Himmel wieder. Das ist die gute Nachricht für jeden. Und die Gnade ist für alle Menschen gleich. Da kann man sich nichts verdienen, das ist auch ein Privileg der Christen. Wir müssen sie nichts verdienen. Es ist Gnade, was jedem einzelnen Menschen geschenkt ist. Und man muss sich selbst oder wenn anderen nichts mehr beweisen, Mama. Amen. Ist das genau, dann gut gesprochen. Ich habe jetzt schon mit vielen, vielen Christen gesprochen und es kommen immer wieder so Aussagen, die einem auch als Unternehmer, als Unternehmerin bestärken. Es ist herausfordernd, es gibt immer wieder Hoch und Tiefs, speziell wenn man Unternehmen führt. Wirtschaftlich natürlich auch, ja. Genau. Genauso herausgefordert. Wir haben auch Kunden, die nicht gern zahlen, wir haben auch Kunden, die sie selber übernommen haben, die nicht zahlen können. Aber trotzdem nie den Mut verloren, also das ist so. Nein, die Zuversicht liegt in Jesus Christus und ich habe schon viele Wunder, wenn ich es so sagen darf, erleben dürfen. Bei der Autofahrt, wo eigentlich nach menschlichem Ermessen
ich heute nicht mehr hier sitzen würde. Und ich habe nur geschrien im Auto, Jesus, hilf. Und plötzlich, ich habe nicht einmal irgendwo ein Tönen gehabt, irgendwas, nichts. Und es ist ja so schön, wie ich in meiner Jugend noch geglaubt habe, Christen sind verstaubt und alt und dürfen nie lachen. Gott hat so einen Humor. Ich habe ja, wenn ich das vielleicht noch schnell erzählen darf, ich habe ja in meiner Jugend sehr gerne so riesige Ohrringe getragen. Und in alle möglichen Facetten. Und wie ich mich entschieden habe, gläubig zu werden und mich taufen zu lassen, hat man an mich herangetragen. Ich habe damals noch Haare gehabt, damals war ich noch da war so ein bisschen ausgeflippter Typ, auch für Christen halt ein bisschen. Und man hat mir nahegelegt, ob ich nicht die Ohrringe ablegen könnte zur Taufe, weil was sehen die Leute dann in mir? Sehen sie Jesus oder sehen sie diesen ausgeflippten Typen? Aber ich war noch nicht bereit. Ich habe zwar gesagt, nein, ich nehme das Risiko auf mich, wenn mir der Pastor untertaucht. Taufe heißt untertauchen. Und wenn die Ohrringe so schwer sind und der bringt mich nicht mit her und ich muss da saufen im Taufbecken, so gesprochen. Aber ich habe dann aufs Herz bekommen und während eines Gottesdienstes, während einer Predigt, die um eine schwierige Bibelstelle gegangen ist, habe ich zu meinem Herrn gesprochen und gesagt, ich bin ein großer Formel-1-Fan und damals, das war 1997, da hat der Gerd Berger seinen letzten Sieg gefeiert und da habe ich dann gesagt, innerlich und zu Gott, wenn heute der Gerhard Berger, er ist in der Pole-Position gestanden, das Rennen gewinnt, dann tue ich meine Ohrringe raus. Und der Gerhard Berger ist das Rennen seines Lebens gefahren. Mein Vater hat oft gesagt, vielleicht sehe ich das ja jetzt auf MTV, hat oft gesagt, ich soll ja mir einen Brief schreiben, weil er weiß gar nicht, warum er gewonnen hat, weil Gott wollte meine Ohrringe haben. Und ich war noch kurz in Zweifel, weil wir haben dann Besuch gehabt, wie das Autorennen war, am Fernsehen immer live dabei. Ich habe einige gesehen in Monte Carlo, live Grand Prix. Und ist ein Freund zu mir gekommen und dann hat mir das so bockt und ich habe zu ihm gesagt, heute habe ich gewettet, wenn der Gerhard Berger gewinnt, dann tue ich meine Ohrringe lassen. Und ich habe mich gefragt, mit wem hast du einen Gewett? Sag ich, mit meinem Herrn und Schöpfer. Und er sagt, na, da hast du eh nichts vorgenommen, weil der fällt sicher wieder aus. Nach der 10. Runde hat er wieder einen Reifenplatzer. Und er ist gefahren und ich gebe es auch zu. 10 Runden vor Schluss habe ich mir schon gewünscht, vielleicht fällt er da aus. Aber er hat einen Startzielsieg hingelegt, 1997, das letzte Rennen gewonnen hat. Und ich bin ins Boot und habe meine Ohrringe lassen und seither nie wieder eine. Und die Gänge waren nicht da, das war auch nur Einbildung, dass ich das brauche, aus optischen Gründen. Und so sieht man, dass Gott auch Humor hat und doch auch dabei ist. Ja, danke. Ich glaube, es war eine spannende Lebensgeschichte von dir. Oder viele Anekdoten auch oder einzelne Episoden aus deinem Leben, die spannend waren, sind für dich noch immer. Bis zum letzten Atemzug. Was möchtest du unseren Zuseherinnen und Zusehern noch mitgeben? Vielleicht als abschließende Worte. Abschließend möchte ich wirklich allen sagen, werfet die Sorgen auf ihn und fürchtet euch nicht. Denn Jesus Christus hat für uns bezahlt, wir sind frei und jeder Mensch hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das müssen wir uns nicht verdienen, das ist schon geschehen. Wir brauchen nur Ja sagen dazu. Und das macht uns in allen Zeiten, gibt uns das Anker, und Ruhe. Es gibt so ein schönes Lied, Anker in der Zeit. Und Jesus Christus ist wirklich der Anker im Leben. Und da brauchen wir sie vor nichts und niemanden fürchten. Vielen Dank, Thomas Meyer aus Bregarten, für deine spannende Lebensgeschichte. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo wieder. Sehr, sehr gerne. Vielleicht brauchst du einmal einen neuen Dachstuhl. Ja, das kann sein. Ja, vielleicht, ja. Dankeschön, Thomas Meyer. Danke dir, danke.